Aber jetzt möchte ich unmittelbar an den Kahlfeld übergehen und Herr Kahlfeld bitten, seine Sicht auf die Dinge aus der Sicht des Ensemble-Denkmalschutzes zu geben. Darf ich Sie erstmal korrigieren? Meine Funktion ist mir nicht ganz klar gewesen, als ich eingeladen war. Hier das Denkmal ist, glaube ich, perfekt vertreten. Eigentlich war meine Frau eingeladen, Landesdenkmalrat, aber es ist hier perfekt. Und meine Frau hat mich nur gebeten zu kommen. Ich würde sagen, ich vertrete zwei Positionen. Einmal den Vorstand der Internationalen Bauakademie hier als wir würden gerne die Schinkelsche Bauakademie wieder haben, Architekt. Und aber auch und vor allem, und das alles, was bisher war, habe ich mit einem ganz großen kritischen Dings gesehen. Ich sehe mich hier auch, weil ich einige Vertreter unserer Stände berufsständisch sind, als freiberuflicher Berliner Architekt. So. Und Denkmalpflege, glaube ich, und die denkmalpflegerischen Gesichtspunkte und auch der historische Teil ist ein ganz wichtiger Teil. Ich glaube aber, dass diese Veranstaltung hier viel zu spät stattfindet. So. Und ich glaube aber, dass es eine grundsatzpolitische Entscheidung braucht und der Berliner Senat nicht in der Lage ist oder nicht willens ist und es auch vielleicht nicht kann, weil unsere Gesellschaft, ich und wir so sind, Entscheidungen zu treffen für die historische Mitte, die verbindlich sind und dann auch durchgehalten werden. Und dann, egal welcher Senat und welcher Senatsbaudirektor und welche oberen da in der Verwaltung durchgehalten werden und nicht alle zwei, drei Jahre einzelfallbezogen gekippt werden. So. Wenn ich mir das alles hier angucke, was wir uns angesehen haben, ich muss jetzt mal so, na jetzt ist der, ich brauche vielleicht mal den Lageplan, aber der ist nicht so wichtig. Ich komme jetzt mal aus der Ecke des freiberuflichen Architekten und dieser Ecke, wenn ich einen Lageplan hätte, ich müsste jetzt. Nö, den aktuellen. Ich meine, historisch, das ist, bitte, ich versuche mich kurz zu halten, wir sollten wirklich mehr reden, als es ist immer wichtig, das anzusehen. Ich vermisse natürlich den Plan von Schinkel. Schinkel hat das alles abgerissen. Der Schinkelsche Lageplan ist Abriss von dem Ganzen. Da gibt es einen schönen Plan, ja, Ensemble Schinkel ist weg mit dem Zeug. Also, so, jetzt ist die Frage, die erste politische Frage. Nicht rausreißen, aber ist okay. So, die erste politische Frage, die müssten wir mal entscheiden, wie gehen wir eigentlich mit der historischen Innenstadt um? Rekonstruieren wir einen städtischen Grundriss, war eine schlimmernsche Frage, auch der Schwarzplan und so weiter. Welche Einflüsse der nach welchem Zeitpunkt zu definieren, über was reden wir eigentlich? Reden wir noch 45? Ich bin ein großer Freund von der Situationsdiskussion, wie sah Berlin 45 aus? Und was machen wir städtebaulich? Was rekonstruieren wir? Was stellen wir wieder her? Oder sagen wir, die Zeiten haben sich verändert? Oder machen wir beides zusammen und machen die, was wir jetzt hier machen, bei jedem einzelnen Grundstück fangen wir wieder von vorne an? So, ich sage es jetzt auch mal ganz ehrlich, ich habe jetzt dieses Bild wunderbar von der Dresdner Bank gesehen, das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ich zeige mir das und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Aufstockung fand ich besser, als auf die beiden Hochhäuser zu gucken. So. So, jetzt haben wir also die Hochhäuser, da werden gar nicht in Frage gestellt, weil die stehen und wird gesagt, okay, das ist Stadt und das gehört dazu, das ist Geschichte, dann kommt wieder eine gewisse Ebene der Zeitschichten, es wird akzeptiert, dass, ja, es wird akzeptiert, ich bin ein großer Befreund davon, es wird akzeptiert, dass sich die Stadt verändert und dass es ein Spiel, ein Wechselspiel von Geben und Nehmen ist, etc. pp. So, jetzt. So, und da müsste man mal entscheiden, was diskutieren wir hier? Mal, welche Ebene nehmen wir raus? Und wie gehen wir mit Schinkel um? Ich bin natürlich als großer Verehrer von Schinkel, ich halte ihn für einen relativ guten Architekten, den man sich als Vorbild nehmen kann. So, wenn wir jetzt Schinkel ernsthaft diskutieren, warum setzen wir nicht Schinkel rum und sagen, wir machen einen Wettbewerb? Ich bin kein Freund von Wettbewerb, ich bitte die Vertreter meiner Berufsstände, das zu entschuldigen. Wir machen ein Konzept, welcher Architekt darf die Schinkelsche Idee, die er mit Bauakademie und dem ganzen Ensemble hat, darf sie umsetzen, ist kippt der ganze Bebauungsplan, weil das sieht dann ganz anders aus. Wollen wir nicht. Wir gucken uns aber Bilder an, wie wahr es nicht, deshalb wollte es Schinkel abreißen, alles das, was wir da sehen, ist städtebar, planerisch und architekturfrei, bis auf die Highlights. Ne? Friedrich Kirchen und Mach und Tu. Alles andere ist Baumeister,
durch Grundstücksteilungen baurechtliche Veränderungen. Es wurde das Baurecht geändert, man durfte höher bauen, der Baumeister wollte Wirtschaft, hat eine Baugenehmigung gekriegt, hat höher gemacht. Wir interpretieren heute viel als wichtig und stellt bei Orchidee und Licht rein, bin ich hier ganz bei Ihnen. Schinkel wollte aber alles weghaben, weil die freie Sicht auf seine Kirche. Und warum machen wir nicht Schinkel? So. Wollen wir vielleicht nicht. Müsste aber mal politisch entschieden werden. Jetzt Schinkel zu streicheln, dank übrigens nochmal der DDR, das nicht abgerissen hat. Wenn es im Westen bestanden wäre, wäre sie weg. Aber sie steht, dankenswerterweise. So, und jetzt streicheln wir Schinkel. Wir streicheln aber nur den Schinkel und so weiter. Links und rechts, Sie kennen die ganzen Pläne vermutlich alle, was Schinkel da wollte. Setzen wir nicht um, wir nehmen aber die kleinen Teile raus und sagen, das wollen wir und deshalb darf da nicht. Okay, dann sollte man das mal politisch entscheiden und dann sagen wir, wir rekonstruieren eine historische Stadt und dann diskutieren wir, auf welche Ebene wir uns verständigen und was wir da abreißen sollten von dem, was nach dem Krieg gebaut worden ist und welches Bild wir von Stadt, von Berlin haben wollen. Punkt 1. Können wir diskutieren, sind wir hier vielleicht. Das ist eine politische Entscheidung, ganz wichtig. So, jetzt kommt die zweite Ebene. Ich bin als Architekt, ich habe mal gezählt. Auf diesem Lageplan nicht, aber wenn wir den etwas größer machen würden, ist unser Büro an 7 Verfahren an diesem Areal beteiligt gewesen. Unser Büro hat aus politischen, wirtschaftlichen, was auch immer, rund, ich habe es mal so ein bisschen ausgerechnet gerade, rund 100.000 Euro versenkt, dort betriebswirtschaftlich in den Wahnsinn getrieben, weil wir an allen Verfahren beteiligt waren, unter anderem an dem Verfahren, über was wir hier heute sehen, es ist lange her, deshalb ist Möfer ist nicht der Sieger eines Wettbewerbs, sondern ein urheberrechtlich irgendwann entstandenes Projekt. Gewonnen hat Hans Kollhoff einen Wettbewerb, der dort geführt wurde. Wir waren, glaube ich, Zweiter oder Dritter. So, der Kollhoff ist nicht gebaut worden aus verschiedenen Gründen. So, und jetzt kann ich Ihnen alle, die will Ihnen das gar nicht zeigen, die Politik und wir können nicht diskutieren, wie hoch drauf und so weiter, das muss früher anfangen. Muss anfangen, was will die Stadt? Was will die Politik? Wie vergeben wir die Grundstücke? Letzte, gestern, große Veranstaltung, sagt nicht wo, zum Wiederaufbau der Bauakademie, Senat, sag es nicht wer und wo und wer da alles war. Ich habe durch den einen Herrn gefragt, wie sieht denn die Vergabe des Grundstückes aus am Schinkelplatz, also die andere Seite jetzt. Ich prognostiziere Ihnen jetzt schon, dass wir diese Runde dann, mit der vielleicht welcher Partei auch immer, spätestens dann sehen, wenn wir wissen, was da hinkommt, sitzen wir wieder hier und diskutieren, kann man nicht die Traufe hoch und runter, weil es ist ausgeschrieben von unserem Staat. Wir als internationale Bauakademie haben versucht, über diese Bebauung die Finanzierung der Bauakademie hinzukriegen, unter normalen Gesichtspunkten. Absolut alle Profis, die auf der Welt rumlaufen, mit Grundstücksbewertung, Vermarktung etc. pp., was ist so ein Grundstück wert? Höchstpreis 1.900 Euro bei den baurechtlichen Rahmenbedingungen, diesen Höchstpreis, und dann kann schon nicht sozialer Wohnungsbau, denn sind schon alles Wohnungen, wo wir uns alle nicht wirklich leisten können. So, verkauft sind bereits 4 Grundstücke zu 8.000 plus Euro. Das Vierfache von dem, was eigentlich die Immobilienwirtschaft sagt, was Sinn macht. Jetzt sagen wir Liebhaber oder so, nein, Sie müssen das Baurecht einhalten des B-Plans, steht überall drin, Sie müssen noch einen Wettbewerb machen. So. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es passiert genau wie bei der Falconiergasse, ein Bauherr muss, wenn er wie die Kollegen hier, ich habe die gegen nichts, sie haben andere Zwänge als Sie und wir, die müssen Geld verdienen. So. Und wir sind die Handlanger des Kapitals als Architekten. Wir müssen nachher versuchen, verkaufsbar, ob uns das gefällt oder nicht, Grundrisse zu machen, auf den Millimeter passend. So, und dann ist es ein Abwägen. So, und das, was Sie da jetzt gemacht haben, Sergej Schobahn, geschätzter Kollege, und so, jetzt kann man sich fragen, warum wird nicht einfach die alten, der Wettbewerbsentwurf von Kollhoff, Wettbewerbsentwurf, die ständischen Vertreter hier, Wettbewerb gewonnen, genommen und sagt, wir suchen einen Investor, der das baut, wenn der Wartestand und so. Geht juristisch nicht, macht nicht du und so weiter und so fort. Der Investor geht nicht. Deshalb werden die Grundstücke ausgeschrieben nach Höchstbieterverfahren und kein einziger Euro fließt für irgendwas. Das werden wir wieder sehen. Nur zur Information, die Bauakademie, gibt es ein Gutachten, das war ich da, hat sich jetzt herausgestellt, hat der Senat sehr viel Geld ausgegeben, hat sich herausgestellt, die Bauakademie ist nicht wirtschaftlich. Es wird empfohlen, die Nutzung zu kippen und ein Vermietungsobjekt draus.
zu machen. So. Nur zur Information, das ist dann die nächste Veranstaltung, wo wir uns wiedersehen. Wir doktern daran rum, an einer Traufkantendiskussion und ob Schinkel verschattet wird oder nicht. Wenn wir politisch wollen, dann muss da vorher gesagt werden, was wollen wir da eigentlich, und dann muss der Investor das bauen, was vorher entschieden wird, was dort zu bauen ist. Der Zug hier ist, meine Herren, da müssen wir uns einfach, ist abgefahren. Ja? Da können Sie jetzt noch ein bisschen rumdoktern, noch 50 cm da und da, die 50 cm kommen auf der anderen Seite wieder irgendwo raus, müssen auch. Und das, was da jetzt gebaut wird, war dann auch wieder ein, Entschuldigung, Wettbewerb. Sie müssen sich, das ist ein Architektenwettbewerb. Es ist nicht so, dass das ein Investor sich da ausbringt, sondern es ist ein von unseren berufsständischen Dingern immer gewünschter Architektenwettbewerb. 10 Büros waren dabei. Und dieser Wettbewerb ist durch die Senats, sie sind da ja da entspannt. Ich, wenn ich der Architekt wäre, der ist ja extra nicht gekommen. Ich habe mit Sergej, der hat mich zum Essen eingeladen, der kocht. Der hat es der Frau Lüscher erklärt, der hat es den Kollegen erklärt. Alle Regularien, die wir für richtig halten, was Städtebauten, haben die alle eingehalten. Jetzt können wir noch diskutieren, dann sind die freiwillig, sagen, gehen wir da 50 cm runter oder so. Das Problem liegt, die haben das Grundstück zu teuer gekauft. Die mussten es zu teuer kaufen. Jetzt müssen die bauen dürfen. Jetzt müssen wir, können wir jetzt diskutieren, einen Weg finden. Aber die Grundsatzentscheidungen müssen gefällt werden. Die können wir politisch machen. Jetzt, wir können uns jetzt hier hinsetzen und sagen, lieber Tobias, gefällt uns das, was Choban oder wer auch immer da noch alles mitbaut oder nicht? Und wollen wir da wohnen? Ist alles egal. Und ob es ein bisschen höher oder niedriger ist. Wenn wir politisch, wir sind hier politisch unterwegs, gesellschaftlich, müssen wir aus meiner Sicht dieses Problem lösen. Nächste übrigens, wann wir uns wieder treffen, ist ja die andere Straßenseite. ThyssenKrupp. Da werden wir haben uns dann beworben, wir gelten als nicht innovativ. Da kommt die innovativ gebogene schräge Glaskiste hin. Bestenfalls. Baurechtlich möglich, bestenfalls. Vielleicht ist es aufblasbar, vielleicht fliegt es. So, und das ist alles Innenstadt. Und dann treffen wir uns wieder hier und so. Solange nicht auf einer politischen Ebene, da muss ich die Politik angucken, nicht aus Wahlkampfgründen, Bauen ist kein Wahlkampf, sondern Bauen hat was mit Qualität von Stadt zu tun und das muss parteiübergreifend, institutionsübergreifend geregelt werden. Da können die nichts dafür, da können wir Architekten nichts dafür, da können wir uns historische Bilder angucken, so viel wie wir wollen und sagen, ihr müsst Schinkel freistellen oder nicht, solange wir diese politischen Regularien nicht, oder wir akzeptieren sie oder wir müssen sie ändern. Das war mein Statement. Ganz herzlichen Dank, Herr Kahlfeld. Ja, also ich freue mich auch sehr, dass Sie gekommen sind. Ich habe auch viele Vorgespräche geführt vor diesem Fachgespräch. Jeder zweite Architekt, mit dem ich sprach, hat gesagt, ah, ich habe auch schon mal einen Entwurf gemacht für dieses Grundstück. Unter anderem auch mein ehemaliger Professor Bayerer hat schon Entwürfe dafür gemacht, das ist auch schon 10 Jahre her. Also es gab da in der Tat schon sehr viel Diskussion. Ein Punkt, und das ist der letzte, einer der letzten, den Sie genannt haben, wäre mir allerdings an dieser Stelle nochmal wichtig. Und deswegen ist meiner Meinung nach der Zug auch noch nicht abgefahren, Herr Kahlfeld. Er ist fast abgefahren, aber noch nicht ganz. Also der Investor hat einen Vertrag zum Kauf des Grundstückes, aber weil die Politik, nämlich wir, so kompliziert sind, ist das Geld noch nicht geflossen, sondern fließt erst, wenn Baurecht geschaffen ist. Das heißt, es gibt eine entsprechende Konditionierung da drin, was ja auch schlau war, weil das ja auch länger dauern kann. Und wenn wir die Linke überzeugen würden, das nochmal zurückzuziehen, kann es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Jedenfalls ist es einfach Faktum, es ist noch kein Geld geflossen für den Kauf des Grundstückes und die Politik hat jetzt die Möglichkeit, das Baurecht zu schaffen, den Preis festzulegen und sich auch darüber zu verständigen. Nämlich genau diese Entscheidung ist ja die, die ich hier und heute nochmal abverlange, zu sagen, machen Sie es ruhig aus, dann sonst halt ein bisschen wieder ein. Genau diese Entscheidung verlange ich hier und heute der Politik und diesem Parlament eben ab. Wollen wir wirklich dieses sensible Grundstück zum ultimativen Höchstpreis verkaufen, um die leeren Stadtkassen zu füllen, um dann eine maximal hohe Bebauung dorthin zu stellen? Und es ist eben eine ganz simple Berechnungsfrage, so und so viel Quadratmeter Ausnutzung und Verkauf zu dem und dem Preis, kann ich den und den Grundstückspreis verfinanzieren? Und das ist eben ein maßgeblicher Treiber der Dichte. Also dieses sind korrespondierende Röhren. Und deswegen bin ich trotz allem und dem langen Verfahren der Meinung, nachdem auch das historische Bewusstsein in der Stadt in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, dass man sich darüber einfach nochmal verständigen sollte und auch das noch ändern könnte, weil ja noch gar kein Schaden entstanden ist. Darf ich direkt, dann sage ich noch nichts mehr, verspreche ich Ihnen nicht mehr.
Was haben Sie davon? Außer, dass wir nochmal andere Büros 100.000 Euro betriebswirtschaftlich verdummt haben. So, die haben es vielleicht bezahlt gekriegt. Und dann, es gibt den rechtsgültigen B-Plan. So, dann warten wir jetzt noch 2 Jahre. Das Grundstück ist, wie gesagt, 10 Jahre auf dem Markt, 12 Jahre auf dem Markt. Als wir den Wettbewerb gemacht haben, war die Immobilienwirtschaft gerade eine andere. Damals wollte keiner Wohnungen bauen. Wir sind mit Wohnungen gestartet, sind deshalb nicht erster Preisträger gewesen. An Kollhoff hat ein Hotel, das war dann planungsrechtlich auch nicht möglich und so weiter. So. So, und da gibt es eben diesen B-Plan, der hier mehrmals genannt wird. Und jetzt diskutieren wir hier an der einen Seite runter und jetzt sagt der Bauwert, okay, gut, dann sind wir raus. Die haben genug zu tun. Nicht, dass wir uns hier mitführen, die sind dann raus. Und dann gibt es nach wie vor immer, dann geht es in die nächste Runde. Dann kommt wieder ein Vergabeverfahren und dann müssen sie nochmal ganz kurz, die Politik muss die politischen Möglichkeiten ausschöpfen. Und die Grundstücks, falls sie mit Lippmann reden und all denen. Es ist Brüssel. Sie dürfen das nicht. Sie können es an eine Baugruppe geben und sagen, hier, oder an die Grünen und sagen, wir gehen mit jetzt hier, dann machen wir unsere Parteizentrale hin. Aber in dem Moment, wo Sie etwas für jemanden geben, müssen Sie es europaweit ausschreiben. Ich habe das Ganze gerade in der Bauakademie, ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat, europaweit, damit wir wieder das Grundstück als internationale Bauakademie Nutzungsrecht bekommen. So, das ist Politik. Es will die Politik so, dass niemand bevorzugt wird. Damit müssen die auf den gegenwärtigen B-Plan und die halten den flächenmäßig ein. Ich kenne diese ganze Runde. Das ist dann diskutieren wir das in 2 Jahren. Wieder sitzt nicht mehr die Bauwert hier, sondern Franconia. Oder, ich könnte die alle runterbeten. Ja? Die kenne ich alle von all diesen ganzen Verfahren, von Haus Cumberland angefangen bis zu all diesen Dingen. Immer die gleichen Leute mit anderen Firmen, mit den gleichen wirtschaftlichen Bedingungen und es ändert sich, geht von Hotel zu Wohnen. Die Fläche bleibt immer gleich und sie zahlen immer zu viel und niemand gibt ihnen das Quadrat. Jeden Quadratmeter, den sie jetzt da links runterschrauben, taucht rechts irgendwo auf. So, ist so. Und dieses Regularium können Sie nicht, da gibt es noch viele, wir können den ganzen Abend drüber reden, wie wir, eigentlich ich als Architekt, und da gucke ich jetzt auch ein bisschen die Verständnis, wir diskutieren da immer GFZ, GAZ. Keiner von der Politik geht mal rein und sagt, wieso bewerten wir die Grundstücke nicht nach Nutzfläche, sondern nach Geschossfläche? Warum müssen wir immer die Thermohorte hinmachen, die grüne Nachhaltigkeitsdebatte? Warum müssen wir Kunststoff an Häuser ankleben? Weil es nach der Außenkante die Ausnutzung bewertet wird und nicht, ob da eine 100 Quadratmeter Wohnung ist, sondern das bleibt alles gleich. Wir als Architekten müssen dann dünne Stahlbetonwände machen mit Thermohaut davor und so weiter. Das müssen wir optimieren, um die Quadratmeter noch aufzutreiben. So. Und das sind erstmal, bevor wir über reden sollten, ob da Rohre rauskommen und wie die aussehen, muss die Politik diese Rahmenbedingungen sich mal vornehmen und nicht rumdoktern mit den Sachen, wenn es nahe zu spät ist. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für diesen Beitrag. Entschuldigung, die Politik meine ich mich auch. Ich kämpfe dafür. Wir alle sind die Politik. Wir sind die Gesellschaft. Wir verkaufen das Grundstück. Wir sind die Gesellschaft. Wir sind das. Ja? Wir Volk. Wählen. Das Volk. Wir sind das Volk. Wir müssen dafür kämpfen. Wenn wir Berlin wollen, müssen wir dafür kämpfen, dass in der Regierung jemand sitzt, der sich um diese Sachen kümmert, wenn wir es wollen. Und wir sind diejenigen, die sagen, ihr müsst das Grundstück geben, an dem der am meisten bezahlt ist. Unser System. Es ist so. Herzlichen Dank. So, ich glaube, dann sind wir sehr passend mit dem nächsten gesetzten Redebeitrag, der genau darauf eingehen wird. Ich werfe vielleicht diese 2, 3 Fragen nochmal auf. Momentan haben wir eine Traufkante von 21 Metern als festgesetztes Baurecht. Wie bedeutsam ist das, wenn man stattdessen auf 26 Meter Dachoberkante geht, also im Grunde genommen 5 Meter drauf gibt an dieser sensiblen Stelle? Und als nächstes möchte ich gerne Herrn Lemberg, Dr. Peter Lemburg, Architekt und Vorstand beim AIV in Berlin, das Wort geben für den gesetzten Redebeitrag. Vielen Dank. Nach diesem Feuerwerk von Paul Karfeld ist es natürlich nicht so ganz einfach, auf Meterhöhen und sonstige Dinge zurückzukommen, denn eigentlich hat er ja das zusammengefasst, wo auch unsere Ohnmacht ist. Die Ohnmacht, wenn man so ein Projekt eigentlich ablehnt und wir vom Architekten-Ingenieurverein, insofern übrigens kein Verband und ich spreche auch als freier Architekt, Bauhistoriker besser gesagt,
Aber dennoch, natürlich haben wir das diskutiert und natürlich verfolgen wir auch genau in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, das Baugeschehen in Mitte. Was ist denn da eigentlich? Dass wir nebenbei, ich sage es einfach nur zur Vervollständigung, natürlich auch so etwas wie die Sachverwalter oder die Reichsverweser Schinkels sind durch unsere jahrhundertelangen Aktivitäten im Schinkelwettbewerb und Schinkelfesten. Das versteht sich. Also insofern ist man nicht ganz frei, auch wenn bei uns selbstverständlich im Vorstand des IV auch solche Dinge nicht unisono diskutiert werden. Natürlich sind bei uns die freien Architekten, die diesen Dingen ja auch unterliegen. Ich werde aber trotzdem einfach nochmal die Rolle rückwärts machen und noch nicht über Höhen reden, sondern über das, was Sie mir zugesandt haben. Denn so ausführlich hatte ich persönlich mich mit dem B-Plan nicht auseinandergesetzt. Und als ich mir diese 85 Seiten mal vorgenommen habe, des gültigen B-Plans, der Begründung, bin ich ehrlich gesagt nur bis Seite 19 gekommen und war da so wütend, dass ich mir sagte, ja, was bleibt denn eigentlich den Architekten übrig, als das einfach auszunutzen bis zum Gehtnichtmehr. Denn ich hatte fast den Eindruck, das ist nicht nur ein vorhabenbezogener B-Plan, sondern das ist ein B-Plan, der um ein Vorhaben herumgestrickt wurde. Also genau umgedreht letztendlich. Und insofern, all das ist ja von Meyer völlig zu Recht gesagt worden, wie die Abstufungen zur Kirchgasse, hat ja keinen Namen, so zu sehen sind, wie das mit den Freistellungen der Fenster ist, wie das mit den Höhen der Kirche ist und so weiter. Das ist, glaube ich, alles so klar wie nur was. Natürlich muss man auch sagen, man kann sich sicherlich nicht einfach auf die Bauzeit Schinkels zurückziehen und sagen, wunderbar, und dann kommen da ja auch nochmal ordentlich ein paar Bäume um die Ecke, weil das ja notwendig ist für sein Verständnis von Architektur, egal wo in der Stadt. Und all das sind natürlich Dinge, die einen wirklich wütend machen, wenn man dann, ich zitiere mal wirklich einen Satz, weil der eben das Planer Kordavitsch eben nicht nur einfach darstellt, sondern weil das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist. Wenn man also merkt, dass nach dieser Begründung oder nach der Beschreibung des Baugebietes sozusagen und der Auseinandersetzung mit dem vorgelegten Projekt, wenn da steht, ein Abfallen um ein Vollgeschoss würde das Ortsbild beeinträchtigen und den Zielen der Rekonstruktion eines harmonischen Blockrands zuwiderlaufen. Was heißt denn das? Das heißt auch gar nichts. Danach wird gesagt, da vermisse ich im Übrigen auch mal ein Kreuz der Denkmalpflege. Was hat denn die offizielle Denkmalpflege eigentlich beigetragen? Sie suchen stundenlang, bevor sie da überhaupt mal einen Satz zu finden. Ja, warum denn? Weil es eine und dieselbe Senatsverwaltung ist. Da weiß man doch ganz genau, was da im alten Stadthaus los ist. Also sie haben wirklich überhaupt nichts beizusagen und ziehen sich dann zurück. Ich springe jetzt mal ein bisschen und da kriege ich den zweiten Wutanfall, wenn dann darüber gesagt wird, ja, so eine Attika, wunderbar, wir begrüßen es ja, dass wir etwas zurückgesprungen sind und jetzt das sogar in Glas ausführen. Ist denn Glas undurchsichtig? Ist denn der Benisch am Pariser Platz nicht existent? Kann man da durchgucken oder ist es ein schwarzes Loch? Gilt das für das Lafayette nicht auch? Also dieses ganze Gefasel, das ist, und ich sage nochmal, ich springe durchaus den Architekten dabei, wie Sie. Was sollen die denn das machen? Da kommen jetzt genau diese Fragestellungen, dass man über den Liegenschaftsfonds mal nachdenken müsste. Wo sitzen im Liegenschaftsfonds mal Leute, die über Baukultur nachdenken? Nein, sie füllen das Staatssäckel. Das ist ihre Aufgabe und werden dafür auch hofiert. Also mit anderen Worten, ich will auch einfach mal in der ersten Runde jetzt mal innehalten und eins muss ich Ihnen noch sagen. Also, dass dieses Projekt auch noch Kronprinzengärten heißt, ja. Das hat mich also voll jetzt auf die Scheiße. Das kann also, das nächste ist, dass dann auch Firmen Fidias heißen, Arcades und weiß der Teufel was. Das ist die eigentliche Auseinandersetzung, aber die können wir, da sind wir uns vielleicht eher einig, das muss an die Politik herangetragen werden. Und wie wir das machen müssen, ja, das gibt es ja alle 4 Jahre vielleicht nicht. Ja, auch Ihnen einen herzlichen Dank. Ich denke, wir werden dann noch in weitere Runden kommen und sofort nach den gesetzten Redebeiträgen auch ins Publikum
Mikrofon öffne, damit Sie alle mitdiskutieren können. Ich hätte jetzt als nächstes den Herrn Professor Dr. Ulrich Reinisch von der Humboldt-Universität Berlin. Ja, wissen Sie, nach dem Beitrag von Herrn Kalfeld ist es natürlich schwierig geworden, jetzt so über Auffüllen, Kubaturen, Abstufungen zu reden, wenn uns eigentlich vorgeführt hat, in welchen Zwangssituationen so ein Projektentwickler steht und mit dem letzten Quadratmeter verdient er eigentlich sein Geld. Was natürlich auch die Frage an die Architekten erlaubt, warum spielen sie eigentlich mit bei dieser Stelle? Ich wollte eigentlich, ja, es ist ja nicht nur die Politik, sondern auch das Verhalten von Berufsgruppen, eben etwas zu machen, was eigentlich, und das wollte ich Ihnen ein bisschen zeigen, ich fasse kurz, das alles Wesentliche ist ja gesagt, was eigentlich gegen die Ehre geht. Es geht gegen dieses Projekt, was hier offenkundig ja fast beschlossen ist, in allerletzter Sekunde kommen die Grünen und wollen das noch womöglich ein bisschen hinauszögern, ist eigentlich gegen die Ehre, es ist gegen die städtepolitische Ehre, es ist gegen die Erfahrung von Städtebau von 150 Jahren, eine Enge wiederherzustellen, die Schinkel als lebensgefährlich bezeichnet hat. Ich kann Ihnen die Stelle vorlesen aus seinem Bericht. Ja? Kennen Sie diese Stelle? Die sehr lebendige Gegend zwischen dem Schlossplatz und der Friedrichstadt kann durch die im Plane angegebene Einrichtung der längst gewünschten Ordnung und Schönheit gewinnen und verliert die sogar oft lebensbedrohliche Enge. Da haben wir bestimmt die Falkoniergasse im Blick gehabt. Sollten die schlechten Gebäude der jetzigen Friedrich-Werderschen Kirche einmal den angegebenen Platz erhalten, so würde die Perspektive von der Hundebrücke, Schlossbrücke, von der größten Wirkung sein. Das ist, der wollte die Kirchen eigentlich dorthin setzen, wo ihre Bauakademie steht. Dort wollte er wollte aus dieser engen Gemengelage heraus und sozusagen die Friedrich-Werdersche Kirche in die Installation an der städtischen Querachse entlang der Spree vom Packhof bis zur Bauakademie dann, wo er eigentlich die Staatsachse schneidet. Das ist die Intention gewesen, das Lebensgefährliche zu verlassen. Er musste das akzeptieren. Als nächstes. Er musste akzeptieren, also die, das ist seine städtebauliche Intention. Ne? Kubaturen in den Raum zu setzen, sie durch Blicke zu erschließen, dazu gehört ein genügender Abstand, eine ausbalancierte Beziehung zwischen Höhe und Abstand. Das ist die Intention gewesen. Dieser warum Blick. Warum brauchen wir es nicht wieder auf? Warum brauchen wir es nicht wieder auf? Ich bin ganz bei Ihnen. Ja, warum bauen ich rede warum, jetzt nicht über. Warum? Ja. Aber wir wissen nicht, wunderbar. Warum? Ja, ja. Wir das erste Mal 30er Jahre abgerissen. Zum 30er Jahren abgerissen. Genau. Messel finde ich ja nicht schlecht. Ja, ja, aber okay. Ist es vorbei von Messel? Messel das nächste. Ja, das ist diese Blickachse, die städtische, kommunale, bürgerliche Querachse zur Staatsachse. Die hätte für uns eine geistige Bedeutung, eine inhaltliche, eine städtebauliche Bedeutung. Und an dieser Stelle müssen sich dann eben auch Architekten fragen lassen, warum sie sich nicht adäquat verhalten. Ich kenne das auf diese Höhe, plus ein Geschoss, auf der Klinik, bebaut, geschlossene Front. Ja, Punkt. Genau, Punkt. Mit die ganze Länge, Punkt. Wann sehen wir uns ja alle wieder? Hoffentlich bald. Schinkel hätte, Sie haben das ja vorhin drastisch formuliert, wahrscheinlich hätte er die Möglichkeit gehabt, die Umgebung der Kirche freigeräumt. Ja. Als er schon in dieses Gebiet gehen musste, er hätte es freigeräumt, zumindest hat er aber die Proportionen seines Baukörpers, des Schiffes und der Türme an der zwei- bis dreigeschossigen Bebauung orientiert. Da ist eine Balance zwischen, ja, zeigen Sie mal die nächste. Und Stück für Stück, also auch diese Freistellung des öffentlichen Körpers, zeigt er auch bei dem zweiten Bibliotheksentwurf. Sehen Sie das da oben? Ja, wunderbar. Und er sagt deswegen Licht, Luft und Feuersicherheit. Das sind die Gründe,
warum er diesen Körper dort in den Raum stellt. Er hat es schon probiert hinter dem mit dem Gießhaus. Das ist das erste Projekt. Gucken wir uns mal an, wie sich das entwickelt. Stück für Stück, also nochmal der Plan, über den ich gesprochen habe, bitte gleich das nächste. Jetzt sehen wir ungefähr, woran er sich in seiner Proportionsberechnung seines Kirchenbaus gehalten hat. An einer vorhandenen Bebauung, die nun aufgrund nun von Wohnungsnot, Verwertungsdruck auf den Grund und Boden allmählich in die Höhe schießt. Und dadurch wird diese Balance zerstört. Bitte gucken Sie sich das mal an. Das ist dieser Blick, über den heute schon mehrfach gesprochen wurde. Wir sehen genau, also das letzte Drittel der Fenster zu überschreiten, ist eine Sünde. Das ist eine Sünde. Aber Sie kennen Schickel besser als ich. Ja. Wissen Sie, warum die ganzen Bäume da sind? Weil dahinter Häuser schon über Teile abreißen. Das ist die Grünfassung von Schinkels Gebäuden. Ne? Er wollte es abreißen. Ja. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, müssen wir sagen, wir bauen nein, die Grafik stammt etwa von 1850. Ja. Also das ist nicht Schinkel. Also schon da gab es Probleme. Bitte das nächste. Jetzt wächst das. Wir sehen schon dieses mit diesem Mezzaningeschoss eigentlich die Kirche in die Zange nimmt. Das ist doch so später Klassizismus, sagen wir 1860 herum. Schon da geschieht es, dass dieser Bau, die Proportion zwischen Umgebung und Baukörper gestört wird. Ja? Die Sprache der Kuben nicht mehr zu vernehmen ist. Das, was er vorhatte. Bitte, das nächste, Sie kennen doch das alles. Das ist eine geschönte Zeichnung. Das ist wie das Projekt heute, wo alle Proportionen, wo alle Perspektiven nicht stimmen. Da zeigt, die fühlen sich schon beengt. Dann zeichnen sie es wenigstens anders. Bitte die nächsten. Die gleiche Situation, viel realistischer. Bitte das nächste. Und das ist die Endsituation, und da kriege ich das Große. Das ist um 1890, 1900 erreicht. Und diese Situation wird durch den heutigen Baukörper um mindestens 8 Meter übertroffen. Schauen Sie sich das mal an. Entschuldigung, ich habe Emotionen und ich habe meine Wut auf die Architekten und so weiter, und das wollte ich hier gerne nochmal ausdrücken. Es ist eine Sünde, was dort geschieht. Es ist sozusagen Straßen von 5 Meter zu bebauen, wo Schinkel sie abreißen wollte, um Licht und den Körper wirken zu lassen, den Körper seiner ersten neugotischen Kirche sozusagen wirken zu lassen. Er konnte es nicht. Dann ist das weg und wir stellen eine solche Situation wieder her. Entschuldigung. Man sieht links neben der Kirche das ewige, leere Gitter von Schinkel. Die Kirchgasse ist immer abgewählt. Machen Sie mal Ihr Mikrofon an mit dem Man sieht links an der Kirche, da ist das Gitter, was Schinkel noch entwerfen durfte, das ist immer dort gewesen. Ja. Das ist also nicht begehbar. Ja, ist nicht begehbar. Aber selbst sehen Sie da, wie der Körper, wie dieses Mietshaus den Körper der Kirche betrennt. So richtig böse in die Kirche. Können Sie denn nicht gucken? Natürlich. Aber dann sollten wir Politik. Ich bin ganz bei Ihnen. Jetzt können Sie alle lachen. Das ist das der Grund. Ich bin sofort dabei. Wir bauen als erstes die Bauakademie wieder auf. Wir schaffen zumindest fürs Bauen, das würde mir ja ausreichen, schaffen wir wieder mal einen König, der sagt, machen wir so. Und dann gibt es eine Baudeputation, da gucken wir mal, wen wir dafür geeignet halten, wer das macht, ob männlich oder weiblich. Und der entscheidet, wie großer Karl Friedrich, was gemacht wird. Guckt. So. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Wir Architekten sind nicht die Verursacher, wir sind Teil unserer Gesellschaft. Es gibt einen schönen Spruch, wir sind Teil unserer Gesellschaft. Ein Architekt ist so gut wie die Gesellschaft, für die er baut. Ich weiß nicht, wer es war ein berühmter Marxist, glaube ich. Das ist zu einfach. Ist zu einfach.
So. Das nimmt sie aus und jetzt nimmt mich nicht aus der Verantwortung. Ich habe einmal, habe ich es gibt da auch wieder zwei Ärzte. Ich bin Arbeitgeber, wir haben 20 Architekten, die muss ich jeden Monat bezahlen, weil die AOK und die Steuerfinanzierung wollen Geld haben, muss Geld umtragen und muss manchmal Häuser bauen, die ich gar nicht schön finde. Ich habe aber da noch nicht gebaut, weil ich nicht weitergekommen bin mit denen. Ich habe auch noch nicht mit Leipzig gebaut, sondern wir bauen mit anderen. Ich finde unsere Häuser zu 80% gut. Frage, was machen wir mit denen? Ich wäre sofort dabei, ich würde, jetzt gucke ich mal, ich kann Ihnen ziemlich meine Meinung sagen, ich würde mal sagen, 20 Architekten in der Bundesrepublik Deutschland verstehen was von Architektur. Was macht man mit den anderen? Das fängt in der Ausbildung an. Ich habe jetzt in Kürze deswegen gebeten, damit die anderen noch drankommen. Waren Sie schon fertig, Herr Reinisch? Ja, nein. Ich hätte gerne noch über die Verhältnisse Körper und Raum und Proportion geredet. Das war das letzte warum sollte ich das jetzt tun? Also ich bedanke mich erstmal auch für Ihren Beitrag ganz herzlich und auch die Bilder, die Sie mitgebracht haben.